Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich glaube, den habe ich halt ein Stück zu weit oben angesetzt hier, oder? Moment, das muss ich nochmal wegmachen. So sieht es besser aus. Okay. Cool. So, das ist jetzt nur zum Maßnehmen, ab welcher Stelle ich der Meinung bin, dass wir vielleicht eventuell bauen könnten. Wir hätten hier sozusagen die Chance, dann Bahnhöfe im unteren Bereich zu machen und dann können wir hier weitermachen mit, also hier Warentransport auf der Seite und diesen ganzen Bereich dann hier als Produktion für alle möglichen Gebäude lassen. Also das wird natürlich offen sein nach hinten, nach oben oder nach irgendeiner Seite. Ich denke eher nach hinten. Und da müssen wir dann natürlich alle möglichen Sachen dafür hinbauen und transportieren. Was ist da los? Warum sieht das hier so anders aus? Was hier? Hier ist das. Ah, da ist der Sand wahrscheinlich anders, ne? Interessant, dass man das auch auf der großen Map sieht. Gut, also. So soll es sein, so soll es werden. Oder so kann es sein, so kann es werden. Und deswegen habe ich hier erstmal die Grenze gesetzt und dann können wir dann hier theoretisch dann anfangen mit der Produktion. Hätte ich gesagt, dass wir das dann hier erstmal ansetzen. Und da setzen wir dann erstmal eine Zahnradproduktion an, die aus vier Fabriken Eisenzahnräder macht. Denn die brauchen wir auf jeden Fall. Oder beziehungsweise, warte mal, nee, das machen wir anders. Wir machen diese ganzen Zusatzsachen. Doch, machen wir so und so, damit die dann von unten belagert werden können oder befüllt werden können und von oben dann, warte mal, nee, da muss man ein bisschen mehr Platz lassen, ne? Ja. So. So. Stahlabwicklung und alles solche Sachen kommt denn hier rein. Wie gesagt, da unten der Transport. Vielleicht müssen wir da, können wir da noch ein bisschen näher rangehen, aber das müssen wir dann sehen, wenn es soweit ist. So. Also, ja. Federbänder habe ich keine in der Tasche. Sehr gut. So muss es sein. Müssen wir jetzt ein paar holen. So, jetzt brauche ich ein paar Federbänder hier. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das so hinkriegen. Ein paar Gleise denn noch und dann mal gucken, wie wir das so alles übereinander kriegen und hingebaut kriegen. Könnte interessant werden. Könnte sehr interessant werden, dieser Aufbau, den wir da dann haben werden. Und dann müssen wir dementsprechend aus den verschiedenen Bahnhöfen die nötigen Waren da an die Stellen bringen, wo wir sie brauchen. So, das heißt, wir nehmen jetzt erstmal Förderbänder mit. Davon brauche ich jetzt da drüben jede Menge. Ein paar Gleise kann ich noch mitnehmen. Ach, jetzt habe ich schon so viele Förderbänder in der Tasche. Ein paar hiervon nehme ich noch mit. Gib mir noch ein paar Gleise her. Das ist ein bisschen viele Gleise. Das brauche ich jetzt noch auch nicht. Aber gut, damit gehen wir da erstmal rüber. Und dann gucken wir da erstmal drüben ein bisschen was, was wir da gebaut kriegen. Und da können wir natürlich auch viel Schattenbau betreiben, damit denn die Jungs das da alles oder unsere Bauroboter ein bisschen mehr zu tun haben. Wir haben noch 21 Aufträge. 7 Lampen als Auftrag? Wieso den Lampen als Auftrag? Lampen werden noch hier produziert, die müssten doch in der Kiste liegen, oder nicht? Also das sollte ja jetzt, oder ist das irgendwo so ein... Ah, das ist hier. Das ist hier, das ist aber nicht mehr Netzwerk verbunden. Alles klar, okay. Das müssen wir dann natürlich aufheben. So, und die Dinger, kann ich die machen gerade? Nee, ne? Oder doch, warte, die kann ich machen, ne? Die kann ich nicht. Kupfer fehlt mir, okay. Dann machen wir das jetzt auch noch schnell fertig. Warte, dann werde ich jetzt da unten einmal ganz kurz den da anbinden, damit der dann da fertig ist. Oder mit in dem Netzwerk hängt. Ist es denn eigentlich üblich, sich denn noch Bahnübergänge zu bauen? Ich glaube ja, ne? Sollten wir unbedingt tun. Dass er dann ein paar Stücke mal. So. Sollten die Roboter da unten losfliegen, sollten das da hinkriegen. Wir holen uns ein bisschen Kupfer noch. Und hier ist alles alle fast. Alles leer. Alle Stapelgeräte haben, okay. Warum sind hier 7,5k von der Sorte drin? Was ist denn das für ein Blödsinn? Wieso gerade in den Kisten? Habe ich da mal irgendwo was dazugepackt oder so? Bin ich da mal irgendwo mit eingemischt? Ich kann ja wirklich mal ein bisschen sinnvoller verteilen hier.
es reinkommt, geht's auch weg, ne? Kann natürlich jetzt sein, dass ich mich da irgendwo mit eingemischt habe. Das ist ja furchterig. Furchterregend. So, nehmen wir hier nochmal mit. So, packen wir den nochmal voll. Gut. Sollte sich das so ein bisschen irgendwann durchnivellieren. So, gut. Ich wollte mal Kupfer holen. Ein bisschen zumindest. Ein bisschen aufgedröseltes Kupfer. So. Sehr gut. Dann kann ich nämlich jetzt erstmal die hier machen, ne? Dann möchte ich die einfach mal da vorstellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 brauche ich davon. Ist das richtig? Richtig, wie viel habe ich jetzt davon produziert? 11, ne? Was ist mir denn da ausgegangen? Ach ja. Gekräuselte. Ja. Ne, jetzt habe ich zu viele, ne? Ist auch egal. So, dann kann ich die jetzt hier hinsetzen. Da kann man es sehen, ne? So, gut. Dann haben wir nämlich keine Bauaufträge jetzt gerade offen. Das ist schon mal ganz gut. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich vielleicht eventuell so ein paar Bauroboter zum Bau absetze, dass die schon neues Land gewinnen. Wäre ja eigentlich auch nicht verkehrt, ne? Aber gut, das sehen wir dann. So, das heißt, also wir müssen hier irgendwo, müssen wir hier Eisen abwickeln. Dann müssen wir Stahl abwickeln. Dann müssen wir Zinn abwickeln. Dann müssen wir, was habe ich noch aufgerollt? Kupfer müssen wir abwickeln. Ich glaube, Lötzinn brauche ich nirgends so. Jetzt war ich ziemlich nah am Mikrofon dran. Lötzinn, nee, das brauche ich nicht. Da oben. Da brauche ich hier bloß die... Ah, doch, wenn ich die Roboter machen will, brauche ich auch Lötzinn und sowas, ne? Also wenn ich Bauroboter automatisch erstellen lassen möchte, was ich ja eigentlich auch durchaus vorhabe. Wir könnten natürlich hier erstmal reingehen und sagen, was wir da so alles haben wollen, ne? Aber nee, das ist zu auffrissig. Aber dann sieht, dann würde man sehen, was man etwa braucht. Also, wir brauchen hier Eisen abwickeln. So, hinter dem Eisen abwickeln brauchen wir natürlich dann auch noch eine Geschichte. Also einmal, dass hier das Eisen rausgeht zur Hälfte. So. Ne? So, das geht dann da in den Bus mit rein. Und die andere Hälfte geht nach oben. So. Bei dem... Also, dann machen wir hier gleich mal Eisen abwickeln. Wo ist denn Eisen abwickeln? Ist hier. Eisen abwickeln. So, dann machst du... Stahl abwickeln. Du machst... Zinn abwickeln. Copy. Das ist der gleiche Abstand. Nee. So. Zinn abwickeln. So. Da kommen ein paar Fabriken hingeflogen. Okay. Das geht dann. So. Dann können wir nämlich immer hier in diesem Mittelgang quasi auch hoch, runter, links, rechts, rüber, irgendwas. So. Hier drüber. Kommt quasi die Zahnradproduktion. Hobbys, kommt ihr mal mit Fabriken? Wäre nett von euch. So. Da kommt dann die Zahnradproduktion drüber. Hier kommt auch eine Zahnradsproduktion. Zahn-Dingsbumsproduktion drüber. Zahn. So, dann gucken wir, wo wir das dann nachher raustransportieren hier. Den fertigen Stahl, aber.
Das geht dahin. Zack. So. Jetzt wollte alle Strom haben, okay. So, dann machen wir hier mal noch eine Stromleiste schon mal hin und den ans Ende mit ran, damit ihr da auch bauen könnt. So. Gut. Wie bringe ich das hier raus? Untenrum ist doof. Obenrum würde gehen. Okay, obenrum würde gehen. Das heißt aber, dass... Na, wir müssen mal gucken, wie wir es brauchen. Und wie oft wir das brauchen. Naja, werden wir sehen. So, jetzt bin ich schon mal Fabriken gesetzt. Sehr schön, wunderbar. Die soll aber hier machen dann Zahnrad aus Eisen. Ich denke, das ist nur fair. So. Okay. Die kriegen dann sozusagen hier den Rausleger, Reinleger. Totaler Quatsch hier, was habe ich denn da gebaut? Das ist ja mal totaler Unfug. Grober Unfug ist das hier. Man sollte es fertig bauen, bevor man da einen Blueprint draus macht, glaube ich. So. Gucken, wie wir da noch kommen. So, dann das hier auch mal ein bisschen. Sagen wir mal. Der Sache konformer gestalten. Stahlzahnräder hergestellt. So. Okay, haben wir schon mal 4 Produkte. Die wir auch definitiv brauchen. Denn wenn wir jetzt mit uns kurz, also wir wollen ja hier machen, also jetzt am Plan, ne? Planspiel für die bestens die Chemiewerke nehmen, da komme ich schon am weitesten, ne? Oder Liquifier, ne? Da müssen wir Concrete, müssen wir dann noch irgendwo dann massig herstellen. Also das ist quasi unser Ziel hier, ne? Was wir so haben wollen. Ach so, wir müssen noch Eisenrohre irgendwo machen. Nicht nur, dass wir die Dinge hier machen müssen, wir müssen noch Eisenrohre machen. Und unterirdische Eisenrohre, die brauchen wir auch zur Produktion von bestimmten Sachen. Das ist die Frage, ob wir das vor Ort machen wollen. Eigentlich nicht, ne? Das ist ja ungünstig jetzt. Könnte man theoretisch so machen, dass die eine Seite Zahnräder, die andere Seite Dings macht? Weil dann haben wir eindeutig zu wenig Zahnräder, ne? Naja gut, ich meine, es kommt nicht auf Geschwindigkeit an. Es muss nur was da sein. Das hat genügend Zeit, was zu bauen. So ist es nicht.
Also wenn wir dann unten anfangen zu bauen, wenn dann 50 von jeder Gerätschaft quasi vorliegt und wir dann da mal sagen, wir möchten jetzt so einen Riegel hier da bauen, dann das ist ja dann alles da und dann kann das hier oben auch wieder nachproduzieren in der Zwischenzeit, denke ich mal. Oder wir wollen die Dinger da oben reinstellen für Alu und Eisen. Ich glaube, wir machen auch diese Gebäude als erstes dann, ne? Dass wir diese Gebäude hier haben, dass wir das hier haben, dass wir die Dinger haben, dass wir die Dinger haben, die Dinger und die Dinger haben. In bester Ausführung. Vielleicht auch sogar schon mit Beton, dass wir dann schon Beton mit hierher bringen. So viel Platz ist das gar nicht, ne? Könnte interessant werden, was ich hier vorhabe. Aber dann brauche ich natürlich auch noch Eisenrohre, das stimmt. Das wäre ja eigentlich nur logisch, wenn wir dann nachher gut, aber dann. Puh. Okay. Okay, also ich meine, das ist jetzt nicht das Problem, ne? Es geht wirklich nicht um Geschwindigkeit hier, ne? Es geht nur darum, dass. So, gibt dann hier genauso. Quasi den hier drauf. Irgendwann ist es richtig rum. Den da drauf. Dann können wir hier theoretisch auch die Rohre herstellen. Die unterirdischen Rohre kann ich vor Ort machen. Das ist jetzt nicht sowas, wo ich sage, das brauche ich so massiv, oder? Gibt es irgendwelche Gebäude, die das in massiver Form brauchen? Unterirdische Rohre. Ich weiß, dass irgendein Gebäude braucht das, aber ich weiß nicht mehr welches. Irgendwo waren unterirdische Rohre vonnöten. Stahlrohre, Eisenrohre, Zahnräder, nö. Oder bin ich jetzt bloß einem... Hab ich nicht irgendwo unterirdische Rohre gebraucht? Na gut, dann wohl doch nicht. Okay. Ah, es geht nur ums Rohr, also kein unterirdisches Rohr irgendwo großartig. Alles klar. Herstellende Maschinen auch nicht, ne? Ich bin zwar der Meinung, dass ich irgendwo mal gesehen hätte, dass ich ein unterirdisches Rohr brauche, aber naja. Irgendwann mal unterirdische Rohre geholt hätte. Kobalt. Naja, ist auch noch ein bisschen was hin. So, gut. Okay, nee, dann lassen wir das erstmal so. Dann reichen Rohre aus. Und dann müssen wir dann halt im Tier bloß beim Rauslegen sagen, dass dann einer Short, einer Long macht, ne? Wie gesagt, das wird von der Länge her oder von der Menge, die hierbei rumkommt, wird es bei weitem nicht reichen, um da oben irgendeine Produktion dauerhaft am Laufen zu halten. Aber es geht erstmal nur darum, das. So. Also da bin ich dann jetzt, sagen wir mal, wähle ich mal den pragmatischen Ansatz. Ob das pragmatisch ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich wähle diesen Ansatz halt, um das so zu sagen. Gut, dann würde ich sagen, können wir jetzt hier mit Steuerung Copy hier drüber gehen. Und das alles hier drüben raussetzen. Oder auch nicht. Wieso geht das nicht? Ach, die schon falsch rumstehen hier, okay. So. Und dann machen wir hier natürlich jetzt die Neuproduktion mit Stahl. Nee. Hier machen wir Stahlrohre. oder die Stahlzahnräder machen wir hier. So, so. Und dann machen wir hier die Stahlrohre. So. Und wenn ich unterirdische brauche, dann kann ich mir dann selber mal noch schnell machen oder sowas. Da kann man ja auch hier rum in die Ecke irgendwas reinstellen. Dass ein paar unterirdische gemacht werden. Alles klar. Gut. Ja, so der Plan erstmal.
Für Kunststoff brauchen wir auch eine Rohrproduktion am Ende, aber da brauchen wir halt bloß eine Rohrproduktion. Ja, werden einige Waren auf Weg gehen, ne? Da werden etliche Waren auf Weg gehen. Das macht aber nichts. Das stört mich nicht weiter. Das kriegen wir schon dann hin. Das müssen wir bloß richtig sauber überall abzweigen, dass dann alles da ist, wo es hingehört. Und dass die einzelnen Produktionsketten dann da unten immer stehen, ne? Wo dann unten die Steine gebraucht werden, das und das. Und das immer weiter hoch geht zu den Endgeräten. Puh. Wir haben viel vor. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.